Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur neuen Folge FIFA 19 hier auf meinem Kanal. Wir spielen dort, weil wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar nach dem Training. Das Intro haben wir uns schon reingezogen. Deswegen geht es jetzt auch direkt weiter. Wir spielen die heutige Trainingseinheit. Und zwar mit unserem Kollegen Danny Williams. 5 gewinnt. Wir erinnern uns. Keine Ahnung, was das ist. So, weiter geht's. Glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich in einem Monat. Das ist der neue Manager. Maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick. Alles cool. Ich bringe heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Läuft. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenbuden, Mann. Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also wow. Nenn mich den Werbeguru. Du meinst okay. Macmillans? Macmillans ja. Frittenbude? Millie? Ganz genau. Das ist großartig. Ja, und du hast die Wahl zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung. Und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Ja. Im Laufe ihres Journey-Abenteuers werden Charaktere mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Eine Printanzeige oder Radiowerbung? Ich würde sagen Fotos. Zeig, was du hast. Ja, das war schon immer mein Motto. Mann, bring mich vor die Kamera. Ja, ah, echt geil. Hey, Adidas als nächstes. Adidas. Mach dir einen Namen. Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder The Williams. Er sieht ein bisschen aus wie Stifler. Mann, das ist kennt Adidas. Man den noch? Ja, das kann sein. Mach nur. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Hallo? Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na, okay, wir sind Kollegen. Zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. Macmillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder Roger? Haben wir, Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Also gib im fernen Osten alles. Ringo. Und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Es steht ja sogar Ringo. Hängt davon ab, Danny. Okay. Unsere Zukunft hängt davon ab. Wen haben wir denn hier? Ah ja, so, okay. Was ist jetzt? Spielen wir jetzt hier eine Runde Soccer oder was? Saisonvorbereitung. Ah ja, wir spielen ja mit Müller zusammen. Ist das hier nicht dasselbe? Mit welchem Team sind wir eigentlich nochmal? Hä? In welchem Team waren wir denn? Mit Müller. Buenos días, chicos. Atletico. Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr. In der Teamaufstellung wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler gezeigt. Gute Leistung, bla bla. Zeige eine gute Leistung im 11 gegen 11. In der Startelf sind wir aber schon mal. Das ist ganz gut. Und dann kann es direkt weitergehen. Okay. Bin ich gespannt. Wie das jetzt ablaufen wird. Wir haben uns zum Glück, glaube ich, nur ein einziges Mal verletzt in unserer ganzen Karriere. Wow, es ist ziemlich still. Ist krass. Man hört fast gar nichts. Sonst hat man ja immer noch die Zuschauer gehabt. Oh, 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 oh. Nice, den haben wir glücklich gesehen. Ah, guter Versuch. Okay, wir haben also mit Hunter, ja, okay, okay. Nee.
Eine Bewertung von 7,0. Das war wieder Hunter. Und Müller. Müller ist ja unser... wie soll ich sagen? Oh, nice. Unser, ja, wie soll ich sagen? Unser interner Teampartner im Team. Ne? Wir sind quasi hier das goldene Duo. Und da habe ich ihm den Ball abgenommen und da unten läuft Müller. Und ich sage Müller. Und da ist der schlechteste Pass 2018. Gespielt von mir. Von wem auch sonst, ey. Also, wie gesagt, fußballtechnisch bin ich absolut nicht für der Fußballer. Weder im Bilde noch irgendwas. Oh, 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 oh. Ecke. Hoffe ich doch. Das habe ich mir eigentlich auch anders vorgestellt, aber Palm, Alter, ich glaube, Ecken kann ich. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden, Ecken zu verwandeln. Das war ja sonst immer, oh, ein Manko bei mir, solche Vorstöße. Ja, das war jetzt eher schlecht. Da habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, den Knopf nicht ganz getroffen. Ja, okay. Oh, da war der Fehlpass. Es ist so ruhig. Komm, drei Leute, da wird ja wohl was drin sein. Halt. Und nochmal abgeben. Und nochmal abgeben. Und schießen. Oh. Müller. Oben. Oh, viel zu langsam. Nebenbei gepasst. Ah, verdammt. Patz. Müller wieder. Oh, 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 oh. Da läuft einer. Daneben. Pff, was war das jetzt? Einwurf? Tatsache. Ach, der war schlecht. Da habe ich versucht, den Ball ein bisschen in den Lauf zu spielen. So wie er hier gerade ist, aber nicht möglich gewesen. Oh, bin ich hingefallen. Hallo? Warum nimmt ihr denn nicht den Ball ab? Kannst, jawohl. Das war ein bisschen zu forsch. Guter Pass. Steilpass. Wollen wir mal gucken, ob wir eine Flanke hinkriegen. Oh. Oh. Verdammt. Da juckt mir noch der Zinken. Oh. Ah, da hätte ich direkt schießen sollen. Schieß doch jetzt. Da ist er drin. Alles klar. 3:0. Ich frage mich wirklich, wann hier mein Level ein bisschen upgeraised wird, weil Amateur, ich habe mich da halt selber nicht gesehen, ne, wirklich ewig nicht gespielt. Ah, knapp war's. Sonst muss ich das wirklich gleich mal machen. Also selber einstellen. Oh. So. Na komm schon. Hallo. Nee. Will er nicht. Jetzt haben sie aber hier, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Alles klar, dann lauf mal. Halt. Nach unten. Und wieder zurück. Oh. Halbzeit. Ja, Halbzeit. Wir spielen weiter. Wir haben eine Bewertung von 7,3, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu viel, aber mein Gesicht okay, ist auch... Das war's. Oh, das war's? Nur eine Halbzeit. Geh mal ein bisschen zurück hier, sieht man wenigstens ein bisschen besser. So, okay, es war nur eine Halbzeit, wir sind zufrieden und da ist das nächste Pommes gibt's hier eher nicht, Video. Ich kenne diese Superagenten sehr gut, die bekommen die wichtigen Deals. Das ist vielleicht eine Riesenchance für dich. Alex. Miss Villanova. Ah ja, das ist die Frau, die uns angerufen hat. Mr. Hunter. Nennen Sie mich Bea. Ende 2018er Saison. Ich erinnere mich an das FA Cup Viertelfinale. Dieses Pfund mit rechts und dann noch der Kopfball. Der Keeper hatte keine Chance. Jetzt weiß ich, wo Alex sein Talent her hat. Nun,
Wie können wir behilflich sein? Wie Sie wissen, Mr. Hunter, kommt man als Spieler irgendwann an den Punkt, wo man größer wird als der Sport, nicht wahr? Man wird zur Marke. So wie CR7. Mein Team und ich von Villanova und Partner geben Alex die Chance, das nächste Level zu erreichen. Mit den richtigen Vorgaben und Gelegenheiten kann Alex zur Fußball-Ikone werden. Da bin ich erstmal überwältigt, ne? Das übersteigt meine Erwartungen. Ich glaube, zu hohe Ziele gibt es nicht. Bei deinem Talent und deiner Vermarktbarkeit solltest du das auch so sehen. Die Mucke, ey. Jo. Ziemlich beeindruckend. Es klingt sensationell. Aber ich hab einen Agenten. Lass den Quatsch, Junge. Ich war bloß eine Übergangslösung nach dem Debakel mit Michael. Beatrice könnte genau die Richtige sein. Eine Agentin für den großen Aufstieg. Mach dir nichts vor, Alex. Was ich dir anbiete, wird eine Menge Opfer von dir erfordern, Alex. Aber wenn du mit uns arbeitest, wird der Lohn deine kühnsten Träume übersteigen. Tja, wenn du das so sagst. Okay. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das sieht geil aus. Saisonvorbereitungstour Tokio, Japan 2018. Klar, wir spielen ja immer noch 2018. Es geht ja nahtlos weiter. Da sollte mal einer irgendwie ein Filmchen von machen. Bin ich einer der Besten der Welt? Ja, klar. Vielleicht werde ich es machen. Bin ich der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Dann Alexander. Ja. Du bist doch nur neidisch, Mann. Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh, Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Ja, man muss sagen, er hat sich gekümmert, ne? Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht es. Aha. Ich ruhe euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu. Oh Mann. Jetzt sag mir nicht, er wird sich an seine Schwester ranmachen, ey. Echt jetzt? Doppelter Einsatz? Na klar. Was ist was? Ach so, okay. Bin ich ein Promi? Ja. Okay. Sportler? Gibt's da eventuell eine App für, dass sie das einfach so mit ihrem Handy machen? Oder waren das so Kärtchen? Und genau an dieser Stelle, Freunde, kommt der Cliffhanger ins Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Video gibt's direkt morgen. Bis dann, Tschüssikowski.